Hallo und herzlich willkommen zum ORSO, dem Offroad-Simulator Online. Ich habe schon sehr weit gespielt und schon sehr viele Fahrzeuge freigeschaltet. Also sehr viele, naja. Auf jeden Fall das hier. Ich habe den hier, den hier, den hier, den hier. Moment mal. Ach, jetzt tut sich wieder. Jetzt hängt er. Also nochmal von vorne. Ich habe den hier. Ich habe den hier. Ich habe den hier. Ich habe den. Und ich habe den. Mein nächstes Ziel ist es, den hier in dieser Version zu bekommen. Der ist teuer und ich werde lange brauchen, um ihn mir kaufen zu können. Aber ich würde mal sagen, es rentiert sich, so lange zu arbeiten. So, und wenn ich den dann habe und viel gearbeitet habe, dann kann ich mir vielleicht irgendwann den hier kaufen. Ist unwahrscheinlich, dass ich so lange durchhalte. Es haben viele Leute den schon gekauft, allerdings mit echtem Geld. Also, ja. Ich finde es ein bisschen unfair. Aber okay. Man kann unfair nennen, was man will. Die Entwickler wollen auch was verdienen. Ich habe jetzt den ausgewählt. Spielen. Und ich spiele auf meiner Lieblingskarte, und zwar der Map 7. Ich stelle mal noch den Ton richtig ein. Oh, das ist viel zu laut. Viel zu laut. Erste Stufe. So. Map 7. Perfekt. 9 von 10 Leuten. Hallo? Betreten. Reagierst du mal? Sag nicht, wieso geht der nicht? Ah, okay, funktioniert nicht. An der Karte. Muss ich bei einem anderen Spielstand versuchen. Versuch es mal bei dem. Zack. Jetzt geht's. Und ab geht die Post. Ui. Unfall. Ach, was fahrt ihr im Weg rum? Ihr seid doch echt blöde Leute. Ich fahre hier lang, weil es da hinten eine Schnörkelkurve gibt und die ist nicht so schön zu fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, jetzt ruckelt's. Vielleicht hätte ich die Grafik ein bisschen schlechter stellen sollen. Jetzt ruckelt so. Was macht denn der? Der ist ja mal verrückt. Komme ich nicht gescheit um die Kurve? Ich muss jetzt mal gucken, ob mir auf dem Weg noch mehr Verrückte entgegenkommen. Nope, da hinten befindet sich keiner. Wie gesagt, ich kenne die Karte schon ganz gut und sie gefällt mir am besten von allen sieben. Weil erstens ist es die größte und zweitens bekommt man am meisten Geld, wenn man das erledigt hat. Ich fahre jetzt erstmal Sand holen und dann, ja. Das ist ja nicht mehr feierlich, wie das ruckelt. Boah, mein Gott. Akzeptieren. Schaut euch das jetzt mal an. So sieht es aus. Ist doch eigentlich recht schön, aber mein LKW hat eine Kappe auf. Geil. So.
Sehr großer Wendekreis. Sehr, sehr groß. Und es ruckelt wie verrückt und jetzt geht's nicht vorwärts. Was ist denn jetzt los? Geht doch. Eieiei. Ich hoffe, mit dem Audio ist jetzt alles in Ordnung, sonst habe ich mir die ganze Mühe für die Katz gegeben. Das will ich nicht hoffen. Oh, da hat jemand eine Nachricht geschickt. Werde ich mir mal gleich angucken. Ne. Da war nur die Aufforderung, das Geld zu finden, das auf der Karte versteckt ist. Ist allerdings immer nur 1000, also nicht gerade viel. Rentiert sich nicht. Da bin ich schneller, wenn ich hier fahre. Ich hoffe, ihr hört es nicht so laut wie ich, aber draußen sind Bauarbeiten. Ich hoffe echt, ihr hört es nicht so laut. Und es stört mich. Kann ich nur hoffen. Und einmal zack hier die Abkürzung genommen. Jetzt bin ich genauso verrückt wie der vorhin da runtergerast ist. Jupp. Das war genau an der gleichen Stelle. Ist eine sehr beliebte Abkürzung. Jetzt werden sie aber laut mit ihren Bauarbeiten. Die spinnen, die Bauarbeiter. Und ich habe ein bisschen was getrunken. Ein bisschen viel vielleicht. Ich hätte jetzt eigentlich rechts fahren müssen, aber ich muss bei der Tanke vorbei, weil ich sonst nicht genug Sprit habe. Und ja, ich will ja genug Sprit haben. Ah, da vorne steht die Valentina. Oder fährt. So, tankt. Ich guck mal auf die Karte. Ich füge die mal alle zur Liste hinzu, zur Freundesliste. Sind zwar nicht meine Freunde, aber scheißegal. So, voll. So. Ab geht die Post. Boah, der verschlingt Kraftstoff wie noch was. Das ist echt schlimm. Das ist nicht mehr feierlich. Boah, und wie das hängt. Das ruckelt schlimm. 5G habe ich halt nicht. Tut mir leid, aber ich habe kein 5G. Ja. Hier tut er sich aber echt schwer, der LKW. Serpentinen hoch. Das ruckelt echt fürchterlich. Also wenn ich nochmal ein Video in dem Spiel mache, stelle ich die Grafik schlechter. Na ehrlich. Vielleicht nützt das ja was. So. Und es ist noch ein Spieler da. Was ist jetzt? Oh oh. Das war jetzt aber mal ein schlimmer Rucker. Ah, der hört ja gar nicht auf, der Ruckler. Ach, da ist gerade noch einer dazugekommen, deswegen. Oh mein Gott. Kommt da jetzt noch einer oder was? Nee, jetzt ist einer gegangen. Immer wenn einer dazukommt oder geht, ruckelt's schlimm. Oh. Es ist ja nicht mehr feierlich hier. Das gibt's doch nicht. Bestimmt am Handy.
Ich hab so ein altes Schrottding. Sag ja nur, aber Galaxy A3 2016 ist jetzt nicht gerade das modernste Handy. Also ich mag jetzt keine Werbung machen oder so. Oder irgendwie das schlecht machen, aber ist halt so, es ist wirklich nichts. Ey, was überholt denn der jetzt? Was für ein Depp. Ein paar Sekunden später und der hat mich von der Brücke geschubst. Vielen Dank auch. Es gibt echt Deppen, die sich nicht gedulden können. Auf so einem kleinen Feldweg noch überholen. Also ehrlich. So, wie heißt er? Schauen. Lana Lux. Lana Lux. Wenn du dieses Video hier vielleicht auf YouTube siehst, Lana Lux, dann sage ich dir mal was. Deine Fahrerei geht mir auf die Nerven. Okay? Hast du es gehört? Wow! Das ruckelt! Oh mein Gott! Jetzt kriegst du es schön zurück. Oh, Lana Luxus Werbung gucken. Geschieht dir gerade recht, du dummes Ding. Geschieht dir gerade recht. Oh. Da braucht jemand Hilfe. Wo ist der? Wo ich mir zurückgeschrieben wurde. Ich roll die ganze Zeit rückwärts, aber scheißegal. Wer hat das geschrieben? Bin ich dumm? ZX, YX. ZYX, wo bist du? Ich kann ja nichts lesen. Da, beim Öl. Ha, okay, dem kann ich helfen. Ich will ja auch zum Öl. Ui. Ruckelt und ruckelt und es wird nicht besser. Jetzt legt er hier aber einen schönen Spurt hin. Oh. So. Na, am besten komme ich da jetzt runter, indem ich hier einfach langfahre. Ich hoffe, ich bleibe jetzt nicht irgendwo stecken. Oh Mann, warum ruckelt das so? Was gibt's? Das ist doch echt nicht mehr feierlich. Alter Schwede, schaut euch das doch mal an. Hier, wie das ruckelt. So was habe ich noch nie erlebt. So schlimm hat es noch nie geruckelt. Vielleicht liegt es daran, dass es Abend ist. Da muss ich jetzt wohl mit dem Ruckeln auskommen. Ja, habe ich befürchtet. Geht's noch? Nee, es geht nicht mehr irgendwie. Gerade kommen und helfen. Na gut. ZYX 104. Dann kann ich ja auch Öl holen. Hatte ich ja sowieso vor.
Hallo? Akzeptieren. Ich hab's kapiert. Ich habe bereits Ware an Bord, ich weiß. Wow! So was? Ehrlich. Ich meine, ich habe hier eigentlich recht guten Empfang. Ich spiele mit mobilen Daten und so. Ja, 4G. Muss doch eigentlich reichen. Man kann ja jetzt wohl nicht von mir verlangen, dass ich 5G habe. Also ehrlich. Kann man ja jetzt echt nicht von mir verlangen. Jetzt kommt einer entgegen. Wie schubst der mich nicht runter? Und er rammt mich. Vielen Dank. Depp. Ihr seht natürlich auch, ich habe mich Alexo XY genannt, ne? Seht ihr ja da oben auf der Karte. Klar, Alexo XY, das bin ich. Und tanken. Ah, das ist gut, Knochen knacken. Das tut gut, die Knochen zu knacken. Ja. Da hat jemand eine E-Mail-Adresse hingeschrieben. Als Benutzername. YOROS5280@gmail. Auch nicht schlecht. Haltet eure Scheißfressen. Ihr Nervensägen. Ruckelt. Ob die es wohl auch so ruckelig sehen wie ich, oder? Das würde mich echt mal interessieren, ob die es genauso ruckelig sehen wie ich sehe. Also ob die mich genauso ruckeln sehen. Oder ob bei denen das auch so ruckelt. Das würde mich echt mal interessieren. Kann ich natürlich aber nicht wissen, ne? Da bräuchte ich ein zweites Handy. Hab aber keins. Ich bin arm. Ich arme, arme Alexo. Ich hab nicht mal ein gescheites Handy. Und nicht mal zwei. Alle Leute haben zwei Handys, nur ich nicht. Jetzt bin ich aber echt traurig. Ich sollte am besten nochmal tanken. Das glaube ich am allerschlausten. Ist ja echt nicht mehr feierlich, wie das ruckelt. Könnte aber auch einfach dran liegen, dass abends zu viele Leute spielen. Das ist nämlich jeden Abend ruckelt es mehr als morgens. Das bedeutet, es könnte echt sein, dass die Leute abends spielen und deswegen der Server von den Spielerstellern hier überlastet ist. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer die Spielersteller sind. Normalerweise habe ich den Namen immer im Kopf, aber bei dem Spiel hier nicht. Oh, der ist direkt vor mir. Das ist der, der vorher Hilfe wollte und jetzt doch keine gebraucht hat. Oh, Depp! Sorry, war aber meine Schuld. Ja, bist kein Depp, tut mir leid. War meine Schuld, hat so geruckelt. War meine Schuld. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, aber das Video ist zwischendrin einfach abgebrochen. Ich weiß nicht warum. Der Bildschirmrekorder hat versagt und es liegt nicht am Speicherplatz. Davon habe ich reichlich. So. Ich weiß nicht, warum der jetzt abgekackt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, wollte ich mich noch verabschieden und sagen, dass ich noch zur Verkaufsstelle gefahren bin und dort 10.000 bis 15.000, weiß ich jetzt nicht mehr genau, gekriegt habe. Ich glaube 13.000 irgendwas war es. So, ja, genau. Und ich wollte noch sagen, bleibt gesund. Corona!